Martin Wimmer aus München gehört zu den besten Motorradrennfahrern Deutschlands. Er ist mehrfacher deutscher Meister und siegte in Silverstone in einem Wertungslauf zur Weltmeisterschaft. Aber über Martins Erfolg wird nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch hier in einer kleinen Siedlung am Stadtrand von München entschieden. Im Keller dieses Hauses ist die Werkstatt des Rennteams. Zwischen den Meisterschaften wird hier das ganze Jahr über getüftelt, gefeilt und geschraubt. Jede Maschine muss regelmäßig in alle Einzelteile zerlegt werden. Mit allerlei Tricks wird versucht, aus dem Motor die Höchstleistung herauszuholen. Das ist die Arbeit von Helmut, dem Tuner. Jeder Rennfahrer, der ganz vorn dabei sein will, braucht einen guten Tuner. Genauso wichtig ist es, einen guten und flinken Rennmechaniker zu haben. Andi ist Martins Mechaniker. Wie wird man sowas? Das ist eine komische Angelegenheit gewesen. Ich hatte damals ziemlich starke Zahnschmerzen und Martin hatte eine Bekannte bei mir im Haus. Und da ich noch keinen Führerschein hatte, hat er gesagt, komm, steig ein, ich fahre dich zum Zahnarzt. Und wie wir so durch München gezuckert sind, da haben wir dann so über Rennfahrerei geredet und was er macht und so, und er hat keinen Mechaniker. Wie wir wieder zu Hause waren, war ich halt dann der Mechaniker von Martin. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und bin nach meiner Lehre in der Firma geblieben. So ein Dreivierteljahr. Dann habe ich Martin getroffen und da kam ich natürlich zu der Überlegung, willst du um 7 Uhr in die Arbeit gehen, um 5 Uhr raus, oder möchtest du was erleben, in der Welt ein bisschen rumschauen? Wird zwar, so wie Martin mir das früher geschildert hat, ein bisschen anstrengender werden. Ja, dann bin ich zur Überlegung gekommen, schaust dir die Sache mal an, fährst mal mit, probierst es, wenn es hin hat, dann hat es hin, wenn nicht. Martin hat gesagt, man sollte es vorher probieren, bevor man fest anfängt. Und ich finde, dass es irgendwie besser ist, sein eigener Herr zu sein beim Arbeiten. Nicht um 7 Uhr rein, dann wird einem vorgeschrieben, was man machen soll, 5 Uhr raus. Beim Rennmechaniker, der ist mit seiner Maschine, das ist eins. Der Rennmechaniker probiert jedes Mal und jede freie Minute, die er hat, an der Maschine zu arbeiten, die Maschine zu verbessern oder zu kontrollieren. Es ist immer was zu tun, es gibt keine Pause oder jetzt ist er fertig, das gibt es bei einer Rennmaschine nicht. Und beim Auto, der kommt in die Werkstatt, nein, da stellt man Ventile ein oder Zündung oder zieht einen Kopf nach und fährt wieder raus und weg ist er. Man weiß nicht, was passiert mit dem Auto, man sieht seine Arbeit nicht so 2 Wochen später oder was draus geworden ist. Und bei einer Rennmaschine sieht man das sofort beim nächsten Rennen oder beim nächsten Probelauf, beim nächsten Training. Andi, stimmt das eigentlich, dass du keinen Führerschein hast? Ja, Führerschein habe ich schon, aber keinen Einser, ich habe bloß einen Dreier-Führerschein. Darfst also nicht Motorrad fahren? Nein, möchte ich auch gar nicht. Warum? Ich habe mal einen schweren Unfall gehabt, als Beifahrer, als Sozius. Und ich habe so viele Freunde gehabt, die Unfälle miterlebt haben und auch schwere Folgen davon gezogen haben, dass ich davon lieber Abstand nehme und im Auto fahre. Die anderen Leute, die ich so im Fahrerlager treffe, die fahren alle also größere Maschinen. Also ich höre das von erzählen, ja, meine Maschine. Kann ich halt nicht mitreden, aber und jeder lacht mich auch ein bisschen aus als Rennmechaniker, kein 1er Führerschein. Jetzt schiebt den Bügel hier hoch. Und dann schiebt
Ja, der Andi ist erst in erster Linie für die Maschinen da, dass die perfekte Pflege da ist. Und ich bin hauptsächlich dafür da, die leistungsgesteigerten Teile zu entwickeln und dann vorher auszuprobieren. Und der Andi pflegt sie dann sozusagen. Und der gibt mir auch hinterher immer Berichte, wie die Teile, ob sie perfekt waren oder ob Probleme waren. Und da kann ich mich danach richten. Ich schraube eigentlich nur so die Maschinen zusammen, also die Motoren zusammen. Tue die Motorräder komplett herrichten. Und der ist eigentlich der Spezialist für Metallbearbeitung, wie Drehen, Feilen und sonstige Sachen. Und er kennt sich auch aus mit den Metallen selber, Zugfestigkeit, wo man kann man es hernehmen, was für Temperaturen halten sie aus. Und das ist alles geteilt. Er tut alles herstellen und so, dass alles vom Material her stimmt. Und ich tue es dann zusammenschrauben und kann ihm dann vielleicht noch Tipps geben. Das könnte man ein bisschen ändern, dann geht es leichter zum Zusammenschrauben. Und bis jetzt haut es einwandfrei hin. Kleine Feinarbeiten und so, die kommen an der Rennstrecke, so wie Düsen und sonstigen Sachen, Übersetzungen. Aber bis das Motorrad steht und fertig ist für den Probelauf, braucht man 1,5 Tage. Und die ist jetzt so weit, dass man den Tank bloß noch draufsetzt, Benzin rein und den laufen lassen kann. Hältst du denn der Waage? Mhm. Oh, mit der Kiste. Oh. Da ist die Stimme. Zwei Tage vor dem Rennen, Abfahrt zum Nürburgring. Der LKW ist bis unters Dach beladen mit Maschinen, Reifen und Werkzeug. Ja, in der ganzen Saison, das ist ungefähr ein Dreivierteljahr, bin ich 1,5 bis 2 Monate zu Hause, also richtig zu Hause. In der Zeit tue ich aber wieder die Maschinen vorbereiten und Transporter herrichten, Wohnwagen kontrollieren, dass alles läuft. Das ist doch sehr anstrengend. Ihr seid doch ständig im Wagen. Ja, also eigentlich nur. Wir schlafen drin und fahren dann wieder und wird wieder geschlafen und wird wieder gefahren bis zu 2, 3 Tage hintereinander nur fahren zur nächsten Rennpiste. In was für Ländern warst du in diesem Jahr schon? Eine ganze Menge. Ich war auf Übersee, in Argentinien, in Daytona, dann in England, Finnland, Schweden, Jugoslawien, Spanien, Tschechoslowakei, Italien, Frankreich, Belgien, Holland, also eigentlich ganz Europa abgefahren. Und das ganze Europa immer hier im Bus? Nur in dem Bus hier. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich im Schnitt am Tag, also wenn man es über die Woche rechnet, wenn WM-Lauf ist und so, komme ich auf meine 14 Stunden. Pro Tag. Das Beste wäre, wenn man keine Familie hätte, so gut wie möglich keine Freunde, weil der Kontakt reißt vollkommen ab. Wenn man mal nach Hause kommt, dann braucht man ungefähr wieder eine Woche, bis man alle antrifft, bis man weiß, wo sie ihr Bier trinken,
bis man halt wieder drin ist in der Clique. Ausladen am Nürburgring. Martin ist schon vorgefahren und hat im Fahrerlager eine Box organisiert. Sie wird während der nächsten 3 Tage Andys Werkstatt sein. Martin kann sich eine gute Vorbereitung leisten, denn er wird von einer Motorradfirma unterstützt. Er ist also Berufsfahrer. Die meisten, die diesen Sport betreiben, sind jedoch Amateure und zahlen ihr teures Hobby aus der eigenen Tasche. Klar, dass jeder versucht, durch gute Ergebnisse auf sich aufmerksam zu machen und durch Zuschüsse von Firmen die Kosten geringer zu halten. Ja. Okay. Holen wir noch die 3 Fuß. Wie lange brauchen die jetzt, bis sie durch sind? Du, 10 Minuten. Ja? Wir sind unheimlich schnell. Ja. Fest zum Team gehören Siggi, Andys Freundin, und Michaela, Martins Frau. Sie begleiten die beiden zu fast allen Rennen. Heute haben sie Tortellini gekocht, aber das scheint weniger zu interessieren. Was müssen wir jetzt eigentlich noch an der Maschine machen? Den Kühler müssen wir noch dran setzen, den Räder einsetzen, also aus der 350er raus. Dann Auspüffe, aber die möchte ich erst noch kontrollieren, ob sie nicht eingerissen sind. Viel Platz bietet so ein Wohnwagen ja nicht. Wenn es so ist wie jetzt, geht es eigentlich zu viert. Aber während der Grand Prix waren wir teilweise zu 6. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen eng geworden. Und das war aber nur in der Zeit bis Ende September. Und jetzt sind wir wieder zu viert. Gibt es keine Probleme. Und dann wohnt ihr alle hier im Wagen? Schlaft alle hier im Wagen? Ja. Wir haben 2 Liegemöglichkeiten. Die eine hinten im Eck, die andere hier. Und kann jeweils 2 Leute liegen. Ohne Probleme. Wie viel Quadratmeter hat denn der Wohnwagen? Ich glaube 10. 5,5 oder so. Oder 7,5. Weil er 1,50 Meter Breite hat, innen 5 Meter lang ist. Aber also nochmal. Unterm Existenzminimum oder so. Gehobene Hundehütte. Aber nochmal die Frage. Gibt es da nicht irgendwann Spannungen? Auf so. Naja, Spannungen treten vielleicht dann auf, wenn. Wenn der eine oder andere mal wirklich alleine sein möchte, mal von den anderen nichts hören und sehen möchte, dann ist das natürlich schwierig, weil dann kann er nur nach außen gehen und eben nicht im Wohnwagen bleiben, weil sich die anderen ja hier herin aufhalten. Man hat also keinen privaten Raum, das ist also schon ein bisschen ein Problem. Und meine Devise ist darin, wenn es irgendwie Zoff gibt, ab in Transporter, da kommt keiner rein, weil ich meine Musik brauche, eine Zigarette, ja, und danach geht es einem dann schon einigermaßen besser. Ihr reist sehr viel, ihr seid sehr oft in fremden Städten. Was sieht man da? Na, überwiegend fahren wir eben nur durch die Städte durch, denn die Fahrerlager sind meistens am Rande der Stadt. Und da fährst du durch die Stadt durch und dann bist du überwiegend im Fahrerlager. Es kann schon mal sein, wenn wir mal auf die Fähre warten oder so, dass wir da mal ein bisschen Zeit haben. Zum Beispiel in Stockholm dieses Jahr sind wir 2 Stunden gewesen, das war ganz nett. Aber ja, Helsinki, 1 Stunde haben wir einen Eindruck, ja, aber richtig kennenlernen tust du die Städte nicht. Jeder Kurs ist verschieden, der eine ist 8 Kilometer lang, hat 3 Kilometer gerade drin, der nächste, der ist 5 Kilometer lang, ist nur Geschlänge und je nach Strecke muss die Übersetzung verändert werden. Ja, das erste Mal, wenn man auf dem Kurs fährt, tut man eigentlich nur Übersetzungen und Bedüsung testen. Übersetzungen dahin, dass man die Gänge richtig findet, dass er schön durch Kurven rauskommt und dass die Maschine ausdreht. Das wird dann aufgeschrieben in unser dickes Buch. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder an die Rennstrecke hinkommen, dann brauchen wir bloß nachlesen, aha, die und die Düsen, die Übersetzung und den Sprit rein. Und dann passt die Sache. Ja, die Düsen müssen immer dem Wetter angepasst werden, weil Luftdruck und Temperatur sehr ausschlaggebend dabei sind. Wir haben dazu 2 Geräte, Barometer und
Temperaturmessgerät und Luftfeuchtigkeitsmessgerät. Nach diesen Daten, die jetzt da zum Beispiel stehen, zum Beispiel 737 Luftdruck, haben wir durch mehrere Aufzeichnungen die Düse, die wir brauchen. Da kann man den Vergleich ziehen und die richtige Düse einbauen. Was würde das bedeuten, wenn du die falsche Düse reinnimmst? Wenn die Düse zu groß ist, ist nicht schlimm, dann läuft er zu fett und hat keine Leistung. Ist er zu klein, dann geht das ganze Ding kaputt. Der Motor frisst sich. Bleibt der Kolben im Zylinder stecken. Andi, warum wird die Maschine hier in der Box abgedeckt? Ja, da sind Teile dran, die nicht jeder dran hat und die wir selber uns rausgefingert haben und die Leistung bringen, die nicht jeder hat. Und deswegen wird die auch in der Box abgedeckt, weil manche Leute, die kommen halt einfach rein, spazieren rein und schauen und so. Da muss man halt aufpassen damit. Einen Tag vor dem Rennen sind noch die üblichen Formalitäten zu regeln. Im Rennbüro erhält jeder Fahrer seine Starterlaubnis. Außerdem ist eine Startgebühr zu bezahlen. Es gibt nicht nur verschiedene Hubraumklassen, sondern jeder, der in einem Lauf zur deutschen Meisterschaft zugelassen werden will, muss vorher in kleineren Rennen gute Plätze belegt haben. Wie im Fußball gibt es auch im Motorsport Auf- und Abstieg. Okay. Und bis zur internationalen Spitze, wie Martin, schaffen es nur wenige. Der Ton scheint zu stimmen. Am Geräusch erkennt Andi genau, ob seine Maschine, wie man sagt, rund läuft. Bevor die Fahrer um Bestzeiten kämpfen, kämpfen die Mechaniker und Tuner um die beste Motorleistung. Wenn Andi und Helmut gut gearbeitet haben, wird Martin morgen im Rennen wenigstens keine technischen Probleme haben. Vorher geht's aber noch zur technischen Überprüfung, zum TÜV. Trainings- und Rennmaschine werden daraufhin untersucht, ob Rahmen und Verschraubungen fehlerfrei sind. Bemängelt wird alles, was die Fahrsicherheit beeinträchtigt und damit das Unfallrisiko erhöht. Alles Stahl. Wie sich das auch gehört. Alles fest? Alles fest. Bestens? Fohlenmesser. Die hochdrehenden Motoren machen zwar einen Höllenlärm, aber auch da gibt's Grenzen. Der TÜV misst am Auspuff, ob die Lautstärke noch innerhalb der Schmerzgrenze liegt. Martin steckt sich übrigens für das Rennen Watte in die Ohren. 29 Spiele. Bis spät abends wurde noch an den Maschinen gearbeitet. Ein wenig Entspannung vor dem Renntag morgen. Andi, wie macht man das eigentlich, dass man genau weiß, wie viel Benzin man braucht? Wird vor dem ersten Training eine bestimmte Menge Benzin in den Tank eingefüllt, die genau ausgeliefert wird. Und nach dem Training wird der Rest ausgeliefert. Dann wird der Rest durch abgezogen von der Menge, die getankt wurde. Damit hat man den Verbrauch
Der Verbrauch wird durch die Runden, die er im Training gefahren ist, geteilt. Und somit hat man den Verbrauch pro Runde. Damit kann man den Mal nehmen mit der Gesamtlänge von der Rennstrecke. Habt ihr euch schon mal da verschätzt? Ist da Martin schon mal stehen geblieben? Ja. Wir sind schon mal stehen geblieben, da haben wir das noch nicht gemacht. Das war das zweite Rennen für mich. Da haben wir das Auge mal Pi eingefüllt. Da hat ein halber Liter gefehlt und ist in der letzten Runde stehen geblieben. Gefahren wird übrigens mit handelsüblichem Benzin, dem etwas Öl beigemischt wird. Die letzten Vorbereitungen zum Trainingslauf sind damit abgeschlossen. Im Training kann Martin noch einmal testen, ob Motor, Reifen und Bremsen fit fürs Rennen sind. Natürlich ist es nicht ungefährlich, mit über 200 Sachen auf der Geraden oder mit 80 schräg in der Kurve zu liegen. Doch wenn, wie hier, Vorbereitung und Zusammenarbeit im Team gut klappen, wird es kaum zu schweren Stürzen kommen. Michaela und Siggi notieren die Trainingszeiten. Das ist deshalb wichtig, weil die Trainingsschnellsten beim Rennen aus der ersten Reihe starten. Martin kann zufrieden sein, denn er fährt heute Trainingsbestzeit. Das heißt, er wird am Nachmittag Startposition 1 einnehmen. Hand hoch, alles klar, Training beendet. Lassen, aber vorher, die hat so richtig total überfett geklungen. Ja, aber hier vorne am Tor, oder? Ja, so wie wir es warm laufen haben lassen. Ja, weißt du, aber gelaufen ist es frei, weißt du, musst aufpassen. Also ein Autogramm. Okay. Gut. Also, macht es gut, gell? Nicht auf die Nase fliegen. Wie fast immer einen Blitzstart. Nach einer Runde ist er jedoch nur noch Zweiter, denn es hat angefangen leicht zu nieseln. Andi schreibt Martin für jede Runde Platzierung und Abstand zum nächsten auf die Tafel. Jetzt entscheiden außerdem Können vor allem die richtigen Reifen. Martins Reifenwahl war falsch. Besonders in den Kurven wären nun Regenreifen griffiger. Martin kann den zweiten Platz halten. Der Abstand zum dritten beträgt 1,5 Sekunden. Bei trockener Fahrbahn hätte es vielleicht zum Sieg gereicht. Doch der zweite Platz lässt ihm für die deutsche Meisterschaft noch alle Chancen. Nach den guten Trainingszeiten hatte man an der Box wohl mehr erwartet. Läuft als Sieger eines Laufes auf Siegerpodest getreten. Den Fahrer der Startnummer 2, Manfred Herwe aus Lampertheim, der Torwart der Lampertheim. Bei
erster Platz, nachdem wir mal auf München auf der Startbahn 1. Dritter Platz, die Startnummer 3, Reinhold Jean-Pierre aus Amsterdam, der FK. Hervorragender fünfter Platz geht an die Startnummer 32. Er ist wieder da, der schnelle letzte Meister aus Dorsten, Bernd Stief aus Dorsten. Und Franken an die Startnummer 7, an Beck und Schneider in Nürnberg und Herbert Besendorfer aus Rostal auf einer Yamaha.